Also immer, wenn ich hier spaziere, spazieren die Ohren auch. Gute Anlage, laute Musik und dann Freiheit für alle. Bei meinem nächsten Tipp fasse ich mich ein wenig kürzer, denn er ist zum einen eine Dokumentation und zum anderen auch wieder etwas spezieller. Er heißt Denk ich an Deutschland in der Nacht und ist der vierte dokumentarische Ausflug von Filmemacher Romuald Kamaka in die Techno-Szene. Darin zeigt er DJs und Musiker bei der Arbeit im Studio, im Club und auf der Bühne. Daneben reflektieren sie über ihren Werdegang und die große weite Welt der elektronischen Musik. Dazwischen Bilder von leeren Clubs, im Tageslicht von vollen Tanzflächen in der Nacht und von den Studios, in denen die nächtliche Beschallung entsteht. Oder so manchweise witzige und gerne auch mal schlichtweg leidenschaftliche Aussage der Protagonisten. Schraubt alle Werte auf den niedrigsten Level runter, so dass keiner mehr mit komplizierten Werten kommen kann und sich nur auf dem niedrigsten Wert treffen kann. Si ça marche, c'est quelque part ce moment divin de communion, c'est comme l'apothéose. Ich sag's mal so, wer ein Faible für elektronische Musik, Clubleben und die After-Hour-Kultur hegt, der ist hier auf jeden Fall bei Denk ich an Deutschland in der Nacht richtig und wird diesen Film auch am meisten zu schätzen wissen. Gerade wenn man dann auch noch Fan von Künstlern und auch Technoromantikern wie zum Beispiel Ricardo Villalobos, Roman Flügel oder auch Atta ist. Wer sich da nicht ganz so gut auskennt in dieser Szene, muss sich schon ein wenig auf diese oft starr gefilmte, aber dennoch meditative Reise einlassen. Und das dauert ein kleinen Tick. Auch, weil sie mit Info-Bauchbinden auch dann recht sparsam umgeht und man nicht so recht weiß, was da eigentlich passiert. Aber hier geht es eben nicht um eine Aufarbeitung der Techno-Geschichte, sondern natürlich um die Leidenschaft zu dieser Musikrichtung und die Liebe zu einem Sound, der verbindet. Und so viel mehr ist als ein stumpfer Viervierteltakt und zwei Finger Keyboard-Geklimpere. Also, vielleicht dann doch etwas für dich oder für dich oder für euch. Meine Ranch-Tags: Romuald Kamaka, Ricardo Villalobos, Musikdoku, Subkulturporträt und Techno-Leidenschaft. Wie es scheint, ist er maßgeblich an der Entwicklung einer Superwaffe beteiligt. Wenn mein Vater dieses Ding gebaut hat, müssen wir ihn finden. Alles klar. Wie viele brauchen wir dafür? Man verlangt nach unserem Codenamen. Es ist Rogue. Rogue One. Ich sag schon gleich, ich habe mit ganz vielen Leuten diskutiert über Rogue One. Ich bin ein totaler Fan. Ich fand ihn wirklich großartig, aber ich kann auch einige Kritikpunkte verstehen.